Ich möchte noch einmal anknüpfen, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar, dass Dukkha gleichbedeutend ist mit unseren Befleckungen. Und dass unsere Befleckungen gleichbedeutend sind mit dem Ursprung, wo sie herkommen, nämlich unserer Ich-Illusion. Ich möchte das ganz stark verdeutlichen, dass da Ursache und Wirkung am Werk sind. Und das heißt, dass wir unser Dukkha nur loswerden, wenn wir unsere Befleckung loswerden. Und das werden wir nur, die werden wir nur los, wenn wir die Ich-Illusion aufgeben. Das heißt aber nicht, dass wir diese Ich-Illusion einfach aufgeben können. Es bedeutet, dass wir die Läuterung in uns erarbeiten müssen, die Reinheit in uns erarbeiten müssen. Das heißt also üben und praktizieren, die Meditation und das Heilsame in uns üben und immer wieder praktizieren. Das ist der eine Teil, so dass wir immer wieder das Unheilsame mit dem Heilsamen ersetzen und immer wieder beobachten. Und der andere Teil ist, dass wir auch natürlich die Ich-Illusion oder das Ich vielmehr, nicht die Illusion. Illusion kann man nicht untersuchen. Man kann nur das untersuchen, was man wirklich glaubt, in sich zu tragen. Dass wir das Ich immer wieder untersuchen. Also wir haben zwei sozusagen Mittel. Und die müssen beide angewendet werden. Denn das eine ist der Läuterungsprozess. Und das andere ist der Verständnisprozess. Und wenn die nicht Hand in Hand gehen, dann funktioniert es nicht. Da passiert nichts. Da passiert auf der einen Seite eventuell ein intellektuelles Verständnis und auch eine, ja, ein Vertrauen, dass es so stimmt, und Zutrauen, dass es richtig ist, was gesagt wird. Aber es passiert nicht, dass wir das Dukkha loswerden. Und sollten wir nur üben und praktizieren und nicht untersuchen, dann kommen wir vielleicht in die Ruhe oder Teile der Ruhe, aber wir verstehen nicht, wozu wir das machen. Wir müssen also beides tun. Und noch einmal, Dukkha ist gleichbedeutend mit unseren Befleckungen. Unsere Befleckungen sind gleichbedeutend mit der Ich-Illusion. Die Ich-Illusion ist nur möglich aufzugeben, wenn wir beide Wege betreten, nämlich das Üben und Praktizieren der Läuterung, die wir auf dem Wege der Ruhe und der Achtsamkeit bekommen und der Weg des Untersuchens, des Erkennens, was eigentlich dieses Ich ausmacht. Was dieses Ich ausmacht, das haben wir auch schon besprochen, ich will es nur noch einmal wiederholen, ist zu untersuchen bei unseren 5 Daseinsgruppen. Man kann die auch noch viel mehr aufteilen, aber das wird schwieriger. Das kann man sich nicht so gut merken. 5 kann sich jeder merken. Und nicht nur das. 5 kann jeder erleben. Körper kennt jeder. Erlebt er andauernd. Manchmal angenehm, oft nicht so angenehm. Absolut einfach, sich da dem Verständnis hinzugeben, Körper. Und dann die 4 Teile des Geistes, das Sinnesbewusstsein und dann das Gefühl, das automatisch kommt davon, von jedem Sinneskontakt. Dann unser Etikettieren, könnte man sagen, unsere Registrieren, was Wahrnehmung heißt. Und dann unsere Reaktion, Gedankenformation. 4 Stücke, die da immer wieder bei uns kommen, ständig kommen, womit wir leben, die uns hin und her jagen. Weil ist das Gefühl angenehm, dann wollen wir da bleiben, können natürlich nicht. Und wenn das Gefühl unangenehm ist, dann wollen wir weg und können auch oft nicht. Oder müssen uns sehr anstrengen. Dazu habe ich empfohlen, und das möchte ich hier noch einmal auch wiederholen, einmal zu versuchen, hören vor allen Dingen, ist am einfachsten, nein, das einfachste ist der Berührungskontakt. Das ist das allereinfachste. Berührungskontakt so zu erleben,
wenn gerade wenn vielleicht das unangenehme Gefühl hochgekommen ist, dass wir wissen, wir müssen nicht registrieren und auch nicht reagieren. Wir können stehen bleiben bei Berührungskontakt, unangenehmes Gefühl. Das ist das Einfachste. Das Zweite, was schon nicht lange nicht mehr so einfach ist, aber dennoch von unseren anderen Sinneskontakten immer noch das Einfachste ist, hören. Das Hören, nur Geräusch. Das Gefühl kommt sowieso, aber das Registrieren, fallen lassen und das Reagieren. Das ist nicht natürlich im täglichen Leben eine Möglichkeit, wenn wir engagiert sind mit etwas. Aber es hilft uns enorm zu wissen, dass Reagieren freiwillig sein kann und nicht einen Druck auf uns auszuüben braucht. Ein Mensch, der das noch nicht praktiziert hat, wird von Druck da auf das Reagieren immer wieder belästigt. Das ist ein Weg, um diese Daseinsgruppen zu erkennen. Das andere, was angesprochen wird und immer wieder vom Buddha erwähnt wird, sind auch die Gleichnisse, die ich gestern gegeben habe mit dem Schaumballen und der Wasserblase. Und dass man die Sinneskontakte, die Gefühle, die Wahrnehmungen, die Gedankenreaktionen danach untersuchen soll, selbstverständlich auch den Körper, aber danach untersuchen soll, wo da drin das Ich zu finden ist. Wenn wir das untersuchen, können wir verschiedene Dinge feststellen. Erstens einmal, geschieht alles wunschgemäß? Oder geschieht es auch sehr häufig ganz anders, als wir es uns wünschen würden? Wenn es also nicht wunschgemäß geschieht, das ist wohl bei jedem der Fall, wieso eigentlich, wenn es mir gehört? Wie ist so etwas möglich? Wenn mir das gehört, wie kann das sich nicht nach meinen Wünschen richten? Was ist denn da passiert? Hat sich da jemand Fremdes eingeschlichen, der gegen meine Wünsche arbeitet? Sehr häufig glauben wir das. Denn wir können gar nicht akzeptieren vielleicht oder überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass diese Daseinsgruppen ihr eigenes Leben haben, ihre eigenen Fähigkeiten, die sie immer wieder, genau wie der Körper, zum Vorschein bringen. Da glauben wir, es hat sich jemand Fremdes eingeschlichen und der macht das. Und dieser Fremde ist dann fast immer, sehr häufig jedenfalls, der, der uns auch körperlich am nächsten ist. Jemand, der vorhanden ist, der bei uns wohnt am besten. Der muss sich eingeschlichen haben und die ganze Sache nicht wunschgemäß erledigen. Natürlich absurd, ne? Aber im täglichen Leben immer wieder, immer wieder. Also mal schauen nach dem, ob die Sache bei uns selbst wunschgemäß abläuft. Wenn nicht, warum nicht? Was ist da passiert? Und dann, ob wir es uns gefügig machen können. Ob wir überhaupt in der Lage sind, die Sinneskontakte und die Gefühle und alles, was damit mit zusammenhängt, wirklich so gefügig machen können, dass sie sich nach unseren Wünschen richten. Können wir das untersuchen? Wenn wir das können oder nicht können vielmehr, dann sehen wir, dass wir keine Macht darüber haben. Wo sitzt dieser angenommene Inhaber? Wer ist der Inhaber? Wo können wir den finden? In der Buddha gibt es viele, viele Möglichkeiten der Untersuchung. Und eines davon ist auch, wenn wir sehen, da gehört uns nicht. Da gehört jemand anders. Ist da wirklich jemand, dem es gehören könnte? Ist auch eine Frage. Eine Frage ist, wenn man sich zum Beispiel als
Tochter empfindet und die Mutter stirbt, was dann? Oder als Ehefrau und der Ehemann läuft weg. Oder umgekehrt natürlich. Als Ehemann und die Ehefrau läuft weg. Was dann? Bin ich dann immer, habe ich dann plötzlich, was habe ich denn dann verloren plötzlich? Ist da was verloren gegangen? Im Allgemeinen denkt man, das ist eine Riesentragödie, man hat einen Teil seiner selbst verloren. Wie kann man das? Wie kann man ein Stückel davon verlieren? Wo ist denn das geblieben? Ist es irgendwie in den Sand verronnen oder was ist denn damit geworden? Es heißt also beim Buddha, dass wir einmal die Untersuchung vornehmen auf eine Art und Weise, die anders ist, als was sonst im täglichen Leben benutzt wird. Dann glauben wir von uns, wir haben eine gewisse Persönlichkeit, eine gewisse Art, die wir sind. Und da wird auch öfter gesagt, ich mache das immer oder ich glaube immer so. Also die Persönlichkeit. Und dann plötzlich ändern wir das. Was ist denn aus der Persönlichkeit geworden? Ich meine, man kann auch seine Meinung ändern. Das tun wir ja stetig, ständig. Und dann ist plötzlich ganz was anderes da. Und dann reden wir uns ein natürlich, dass jetzt ist eine andere Persönlichkeit. Was haben wir mit der vorhergehenden gemacht? Und diejenige, die wir jetzt haben, was machen wir mit der, wenn die sich wieder ändert? Gehen wir die begraben oder was machen wir damit? Es ist eine Möglichkeit des Erkennens, was uns sonst überhaupt nicht in den Sinn kommt, weil es nirgends angesprochen wird. Der Wechsel, dem wir unterworfen sind, ist natürlich die Vergänglichkeit. Aber der Wechsel ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir unbedingt untersuchen müssen. Denn wenn wir glauben, das bin ich, und uns identifizieren mit unseren Gedanken, wo bleiben die, wenn sie auseinanderfallen? Wo ist das Ich? Ich identifiziere mich mit meinen Gedanken. Es ist eine nicht unübliche Art, dass ich erspüren und zu fühlen und zu wissen. Gerade Gedanken. Weil wir ja genau wissen, wenn wir die Augen zumachen, ist kein Sehbewusstsein. Also, das kann ich ja wohl nicht sein. Und wenn ich mir Watte in die Ohren stopfe, kann ich nichts hören. Also, das Hörbewusstsein kann ich ja wohl auch nicht sein. Aber Gedanken, die sind schwierig genug abzustellen. Und die sind doch auch recht klug und interessant. Und abwechslungsreich, ja, da muss ich doch das sein. Ich bin doch auch interessant, klug und abwechslungsreich. Also das bin ich doch dann. Und wann ist denn der Gedanke, der gerade so klug und interessant und abwechslungsreich war, zerbricht? Wo ist ich? Schnell einen neuen vorholen. Und dann bin ich der Nächste. Das heißt also, ich, wenn ich an mich glaube, und das ist nicht kein Glaube, es ist ein Gefühl, ist in einem ewigen Wechsel. Es ist dieser Wechselhaftigkeit unterworfen, die kaum mit Minuten zu bezeichnen ist, die in Sekunden vorbei ist. Wo sitzt das Ich? Wieso bin ich so davon überzeugt? Diese Überzeugung mag sogar weggehen. Davon geht das Gefühl noch lange nicht weg. Aber es ist ein wichtiger Schritt, dass die Überzeugung weggeht. Und vielleicht ist gerade der Gedankenvorgang ein Punkt, wo man einhaken kann. Nun haben manche Menschen mehr Emotionen als Gedanken, da müssen sie da einhaken. Haben eine Emotion, vielleicht sogar eine unangenehme, eine negative. Und bemühen sich, ganz richtig, die zu mit einer heilsamen zu ersetzen. Ja, und was ist passiert? Ich, der so ärgerlich war, bin jetzt so freundlich. Und dann geht die Freundlichkeit wieder verloren und dann bin ich widerspenstig. Und nachdem ich widerspenstig war, bin ich wieder liebenswürdig. Und dann, nachdem ich liebenswürdig war, das heißt also, ich bestehe
aus Tausenden von verschiedenen Emotionen und Tausenden von verschiedenen Gedanken. Welcher bin ich? Wo sitze ich drin? Es ist besonders günstig, dies als Kontemplation zu benutzen nach einer konzentrierten Meditation. Weil wir haben ja bereits gehört, dass nach der Konzentration der Geist eine andere Beschaffenheit hat. Auch wenn die Konzentration nur kurzfristig war, so hat er dennoch eine viel reinere Beschaffenheit, eine klare, ist einspitziger und kann daher diese Fragen, die ich hier aufgeworfen habe, vielleicht deutlicher erkennen und beantworten. Das sind Dinge, die der Buddha immer wieder erwähnt hat, mit verschiedenen Arten, das zu untersuchen. Es ist eine Art und Weise der Kontemplation, die uns neues Gedankengut bringen kann, was wir dann vielleicht auch wieder meinen nennen. Schauen wir, wie viel Einsicht ich bekommen habe. So geht's immer weiter. Bis so viel Läuterung da ist, dass wir effektiv loslassen können. Und das ist der Arbeitsprozess. Aber wie gesagt, es gehören beide Dinge dazu. Es gehört der Untersuchen dazu und es gehört die Ruhe Meditation und die Achtsamkeit dazu. Eins läutert automatisch und das andere gibt uns das Erkennen. Wir können natürlich jede Art Wort verwenden oder jede Art Untersuchung verwenden, die uns nützlich scheint. Wenn wir zum Beispiel mit der Vergänglichkeit auf die Gedanken arbeiten wollen, so ist das schön. Aber es soll immer wieder darauf hinausgehen, wem gehört denn das alles? Wer hat denn das alles überhaupt als Eigentümer? Wer ist darüber, hat darüber irgendwelche Machtbefugnisse? Da kann man sich auch seinen Tod anschauen. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Machtbefugnisse hätte, würde man vielleicht den passenden Tag dafür sich vornehmen, sich das auf den Terminkalender schreiben und sagen so, also am 17. Dezember um 4 Uhr nach Mittag, dann ist erledigt. Na, wer kann das? Oder aber, man schreibt sich in sein Tagebuch, nee, vorläufig noch nicht, mir gefällt's hier. Na, also wer kann das? Reinschreiben kann man, es hat so einen Sinn. Also wem gehört diese ganze Geschichte? Wer hat darüber überhaupt irgendetwas zu sagen? Noch einmal die 5 Daseinsgruppen anschauen und sehen, dass jede von diesen Daseinsgruppen ihre eigene Funktion hat, die nicht mit einer anderen zu verwechseln ist, ihre eigene Lebenskraft hat, solange die Grundlagen gegeben sind, so wie Auge und Ohr und Gehirn als Grundlagen und Körper. Und diese Grundlagen und die eigenen Funktionen sind ständig im Ablauf. Weiter gar nichts. Es passiert. Und manchmal passiert es sogar so, wie man es gern hätte. Das kommt auch vor. Und anderen Tags passiert so, wie man es gar nicht gern hätte. Alles da, alles drin. Diese sind wichtige Kontemplationen, mit denen wir eine neue Sicht von diesem Menschen, der im Mittelpunkt unseres Lebens steht, bekommen. Ich stehe im Mittelpunkt meines eigenen Lebens. Und der Buddha hat gesagt, anders geht's gar nicht. Anders kann man nicht fungieren. Aber eines Tages ändert sich natürlich die Sicht. Und vielleicht können wir dazu sagen, den letzten Satz, den wir auch schon gelesen haben, dies ist der Weg, der zum Aufhören der Befleckungen führt. Und dann kommt wieder so ein Absatz, wo der Buddha sagt, Brahmane, auch dies nennt man einen Fußabdruck des Tathagata, etwas, woran der Tathagata gekratzt hat,
etwas, das den Abdruck des Betages erträgt. Aber ein edler Schüler ist immer noch nicht zu dem Schluss gekommen. Der Erhabene ist vollständig erleuchtet. Das Dhamma ist vom Erhabenen wohl verkündet. Die Sangha praktiziert gut. Er befindet sich eher auf dem Wege, zu diesem Schluss zu kommen. Also was hier noch einmal betont wird, ist, dass wenn man diese Dinge macht, die wir eben besprochen haben, die vier edlen Wahrheiten, die gleichbedeutend sind mit den Befleckungen, dass wir auf dem Wege sind. Dass wenn wir Dukkha und Befleckungen nicht als gleichbedeutend erkennen, wir nicht auf dem Wege sind. Also es ist ein klarer Ausspruch hier. Und das ist, das hat nichts mit sich selbst tadeln oder mit sich selbst unzufrieden sein zu tun. Es hat einzig und allein damit zu tun, dass der Geist klar geworden ist, klar genug geworden ist, um zu erkennen, wo das eigene Dukkha herkommt. Der nächste Absatz. Wenn man so erkennt und sieht, wird der Geist von der Befleckung des Sinnestriebs befreit, von der Befleckung des Daseinstriebs und von der Befleckung des Unwissenheitstriebs. Wenn man so befreit ist, kommt die Erkenntnis, ich bin befreit. Man erkennt unmittelbar, Geburt ist zum Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt, es ist getan, was getan werden musste, darüber hinaus gibt es nichts mehr. Dieser letzte Satz ist ein Refrain, der in fast allen Lehrreden die Erleuchtung beschreibt. Und ich habe gerade in einem Buch gelesen, man kann ja wohl die Erleuchtung bekommen, aber das wäre immer noch nicht alles. Der Buddha ist nicht der Ansicht. Er sagt, es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Und wieso gibt es darüber hinaus nichts mehr? Der erleuchtet ist, der hat keine Ich-Gefühl. Wenn kein Ich-Gefühl mehr da ist, wo soll er denn hin? Was soll er machen? Also, der Buddha wird natürlich auch oft falsch verstanden oder nur halb gelesen, das ist klar. Das kann man nicht anders erwarten. Aber was für uns von größtem Interesse ist, dass die Befleckungen von drei Trieben geläutert werden muss. Und diese drei Triebe werden auch manchmal als vier Triebe beschrieben. Dann kommt zum Sinnestrieb und dem Daseinstrieb dann noch der Ansichtstrieb dazwischen und der Unwissenheitstrieb. Aber am häufigsten sind es drei. Sinnestrieb, Daseinstrieb und Unwissenheitstrieb. Diese Triebe heißen auf Pali die Asavas, ich habe es bereits einmal erwähnt, das sind die Strömungen. Es sind also diese drei, solange man sie hat, sind sie nicht nur, dass sie nach außen von uns strömen, das ist ein Nachteil von ihnen, aber der größte Nachteil, den sie haben, ist, dass sie in uns die ganze Zeit verströmen. Sie füllen uns an. Sie sind zu spüren. Wir können sie fühlen, wenn wir wissen, wohin zu spüren. Und wie gesagt, das ist die Möglichkeit der Läuterung und des Erkennens, macht es möglich, diese Triebe einmal zum Ende zu bringen. Über den Sinnestrieb haben wir bereits gesprochen. Es ist der Trieb zur Befriedigung der Sinne. Das heißt also, dass ich das Angenehme suche. In jeder Beziehung. Körperlich, gefühlsmäßig und auf geistiger Ebene. Und da muss man sich eines Tages klar werden. Es geht gar nicht anders. Dass es noch nie einem Menschen gelungen ist, nur das Angenehme zu erleben. Das gibt es einfach nicht. Und da können wir uns zum Beispiel auch an das Beispiel von Jesus anhalten, der äußerst viel Unangenehmes erlebt hat.
Auch der Buddha hat Unangenehmes erlebt. Er wurde alles verleumdet. Es wurde ihm sogar manchmal kein Essen gegeben. Alle möglichen Dinge. Diese Unannehmlichkeiten, die die großen Meister erlebt haben, zum Beispiel Ramana Maharshi ist an Krebs gestorben. Und es steht auch in der Biografie, dass er nachts große Schmerzen gelitten hat. Ramakrishna ist an Krebs gestorben. Der Karmapa ist an Krebs gestorben. Also es ist kein Ende abzusehen von Unannehmlichkeiten. Solange man in einem menschlichen Körper steckt, sind Unannehmlichkeiten, wenn man die vornehm beschreiben soll, vorhanden. Und daran muss man nun endlich einmal sich nicht nur gewöhnen, sondern das akzeptieren. So ist es nun mal. Es kommt einzig und allein auf unsere Reaktion auf sie an. Die Unannehmlichkeiten können noch so groß sein oder ganz klein. Es gibt Menschen, die reagieren schon mit absolutem Ärger, wenn sie nicht das zu essen bekommen, was sie sich vorgestellt haben. Wenn man gar nichts zu essen bekommt, kann man noch eher verstehen, dass man sich ärgert. Aber schon das, was man haben wollte, nicht bekommt, da wird man schon ärgerlich. Oder aber wir reagieren mit absolutem Ärger, wenn das Wetter nicht so ist, wie wir es gern hätten. Zu warm, zu kalt, zu nass, zu trocken, was immer sei. Es gibt Menschen, die das nicht tun, natürlich. Es gibt Menschen, die das mit Gleichmut ertragen. Und das hat der Buddha oft gesagt. Erdulden. Nicht die Zähne zusammenbeißen und sagen, den werde ich schon zeigen. Das ist negativ. Sondern die Duldsamkeit, die mit Geduld zusammenhängt, aber auch mit dem Verständnis dafür zusammenhängt, dass auf der menschlichen Ebene die Annehmlichkeiten mit den Unannehmlichkeiten abwechseln. Und dass es unmöglich ist, da wir ja überhaupt kein Machtbefugnis über dieses ganze Phänomen von Körper und Geist haben, unmöglich ist, nur Annehmlichkeiten zu haben. Es gibt es einfach nicht. Und sie sind leider auch nicht zu kaufen. Was wir bestimmt alle schon jahrelang probiert haben. Keiner ist davon immun. Bis er natürlich eines Tages zugibt, ne, da auf der Ebene gibt es das auch nicht. Aber dann kauft man dennoch immer weiter. Aber es ändert nichts. Die Sinnesbefriedigung und die Sinnesunbefriedigtsein könnte man vielleicht mit halb und halb bezeichnen. Dazu sage ich immer, wenn man sehr gutes Karma gemacht hat, hat man vielleicht 60% angenehmer Sinneskontakte und 40% unangenehmer, und hat man nicht so gutes Karma gemacht, dann umgekehrt. 60% unangenehm, 40% angenehm. Wie immer. Keiner ist immun gegen Unangenehme. Und das einmal sich wirklich so zu merken und dann danach zu leben, bedeutet, dass wir lernen, Gleichmut zu praktizieren. Und wenn wir lernen, Gleichmut zu praktizieren, vielleicht erinnern wir uns, ist die 7. von 7 Erleuchtungsfaktoren. Es gibt 10 verschiedene Arten von Gleichmut. Hier ist eine Übungsmöglichkeit, die es uns ermöglicht, einen inneren Frieden zu bewahren, der es uns dann ermöglicht, auch zu meditieren, wenn die Umstände nicht die besten sind. Dieser Gleichmut ermöglicht uns auch, mit den Dingen in unserem Leben fertig zu werden, die momentan vielleicht nicht so wünschenswert sind. Wir wissen, dass unsere Sinnesbefriedigung nicht immer stattfinden kann. Sinne befriedigen bedeutet Auge, Ohr, Nase, Zunge, Berührung. Aber, wie wir ja jetzt schon sehr oft gehört haben, das ist nur möglich, dabei stehen zu bleiben, wenn wir nicht reagieren. Im Prinzip reagieren wir auf das, was wir hören.
oder sehen, denken. Wenn ein anderer etwas sagt, obwohl das ja nur Geräusch ist, reagieren wir darauf, was er gesagt hat. Wir reagieren darauf, was er vielleicht tut. Manchmal reagieren wir sogar darauf, auf das, was er denkt, weil es uns so klar ist, weil die Menschen vielleicht gut kennen und uns ganz klar ist, dass der irgendwas denkt, was uns gar nicht passt. Sehen wir vielleicht am Gesichtsausdruck, an der Körpersprache oder überhaupt an dem ganzen Drum und Dran, was sich da abspielt. Und da reagieren wir drauf. Das heißt also, wenn wir Gleichmut lernen wollen, wenn wir diese Befleckung des Sinnentriebes eines Tages nicht nur vermindern, sondern loswerden wollen, müssen wir akzeptieren können, dass die Annehmlichkeiten und die Unannehmlichkeiten sich abwechseln. So wie Lob und Tadel, Gewinn und Verlust, Ruhm und Verleumdung und Glück und Unglück sich immer abwechseln. Ständig in Wechselbeziehung sind. Wenn man das nicht akzeptieren kann, oder jedenfalls sich damit noch nicht beschäftigt hat und eine Abneigung hat, das zu akzeptieren, macht man sich das Leben äußerst schwer. Denn es gibt keinen Menschen, der nur Sinnesbefriedigung kommt. Ich erinnere noch einmal daran, dass unsere großen spirituellen Meister genau denselben Unannehmlichkeiten oder noch größeren ausgesetzt waren, die wir ausgesetzt sind. Wenn es bei denen passiert, was kann man dann über uns sagen? Das, wie der Buddha den Sinnestrieb beschreibt, das haben wir bereits schon gehört, dass wir ein Schuldner zu unseren Sinnen sind, dass wir immer mit Zinsen bezahlen müssen und dass es, wenn wir unter dem Einfluss dieses Triebes stehen, wir uns selbst nicht mehr erkennen können. Das ist das Gleichnis von dem Teich, in dem Farben hineingeworfen werden, weil die Sinneskontakte in der Welt farbig schillernd sind. Sie scheinen uns Befriedigung zu versprechen. Alles, was da draußen zu haben ist, scheint Befriedigung zu versprechen und immer wieder enttäuscht. Immer wieder geht entweder irgendwas schief oder aber, nachdem man den Sinn befriedigt hat, diese Sinnesbefriedigung bekommen hat, muss man schon wieder eine neue suchen. Denn sie ist bereits vorbei. Ohne dieses Verständnis ist Gleichmut nicht möglich. Ohne Gleichmut ist keine Harmonie im Leben möglich. Dann ist man ständig beim Weglaufen. Das Weglaufen kann körperlich sein, woanders hin. Das Weglaufen kann im Geist sein, sich einfach ablenken, lauter Ideen haben, denken, Fernseher, Zeitungen, Bücher, Unterhaltungen oder einfach den Denkapparat anschalten. Dann alles weglaufen. Und vielleicht sich nicht kümmern wollen. Also abschalten. Dann kommt die Unlust, nicht Verantwortung übernehmen. Alles das sind Folgen davon, dass man unbedingt nur die angenehmen Sinnesbefriedigungen haben will, wo das angenehme Gefühl hochkommt. Es ist eine unsinnige Geisteshaltung, die der ganzen Menschheit zu eigen ist. Wir sind also in keiner Weise anders wie andere. Wir machen alle dasselbe mit. Das zweite ist der Daseinstrieb. Von dem haben wir noch nicht gesprochen. Er heißt manchmal die Gier nach dem Dasein. Dann heißt es Bhava Tanha. Und wenn es der Daseinstrieb ist, dann heißt es Bhava Asava. Und Bhava heißt Sein, Dasein. Und es ist genau dasselbe, ob wir sagen Gier oder Trieb. Die Gier nach dem Dasein ist aber auf einer ganz groben Ebene zu verstehen. Es ist ein, wir können es so verstehen, es ist selbstsüchtig sein. Und vollkommen selbstbezogen.
Und diese Selbstsüchtigkeit zeigt sich in vielen Dingen, ja, vor allen Dingen, dass man keine Verantwortung übernehmen will. Das ist ein sehr deutliches Zeichen, dass wir selbstsüchtig sind. Verantwortung, die man übernimmt, bezieht sich immer auf andere. Und bezieht sich auch auf Hingabe. So, dass wir, wenn wir uns selber vielleicht gut genug kennen sollten und erkannt haben, dass wir keine Verantwortung übernehmen wollen, dass wir vielleicht das zusammenbringen können mit unserer eigenen Selbstsüchtigkeit. Das ist die Daseinsbegierde auf der groben Ebene. Die Daseinsbegierde auf der groben Ebene zeigt sich in unserem medizinischen Bereich, wo die Menschen heutzutage an, auch wenn sie überhaupt nicht mehr lebensfähig sind, mit Maschinen am Leben gehalten werden. Es zeigt sich auf einer Ebene, wo die Menschen unheimlichen Angst vor dem Tod haben, was bei manchen primitiven Völkern, sogenannten primitiven, bitteschön, das bedeutet nicht, dass sie nun weniger sind als wir, überhaupt nicht der Fall war. Dabei fällt mir immer die Eskimos ein, früher, nicht jetzt, früher, wo, wenn ein Mensch alt wurde und nicht mehr auf Jagd gehen konnte, freiwillig hinausgegangen ist in Eis und Schnee und dort da vorne. Freiwillig. Weil eben diese Lebensfähigkeit schien am Ende zu sein. Also keine Angst, das zu machen. Bei uns ist der Daseinstrieb auf einer groben Ebene so weit gekommen, dass wir auf der einen Seite unter allen Umständen, auch unter Umständen, die die Lebensfähigkeit sehr in Frage stellen oder wo wir schon wissen, dass sie gar nicht vorhanden ist, am Leben erhalten wollen, aber auf der anderen Seite mit Mord und Totschlag beschäftigt. Das heißt nun nicht, dass die Völker früher nicht mit Mord und Totschlag beschäftigt waren, genauso. Sie hatten nur nicht so gute Waffen wie wir. Aber wir waren genauso damit beschäftigt. Und das ist die grobe Ebene des Daseinstriebes, wo wir uns unter allen Umständen am Leben erhalten wollen. Und das sogar auf zu Kosten anderer, auf Kosten anderer. Das hat der Buddha beschrieben in einer Lehrrede, in einer ganz grauslichen Art und Weise, um es uns zu verdeutlichen, was das für eine grobe Ebene ist, unbedingt am Leben bleiben zu wollen. Und zwar ist das Gleichnis, was er benutzt hat, für diese Daseinsbegierde, dass eine Mann und Frau mit einem kleinen Kind durch die Wüste wandern und ihren Weg verlieren und dann am Verhungern und Verdursten sind und dass die Eltern ihr Kind umbringen und sich an dem Kind ernähren. Selbstverständlich ist das nicht gedacht, dass das nachahmenswert wäre. Es ist auch nicht gedacht, dass das wirklich passiert ist. Was es beschreiben soll in der Lehrrede ist die Grobheit und die äußerste Kraft, die wir anwenden, um am Leben zu bleiben. Nun kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man das nicht tut, das ist klar. Aber man hat vielleicht noch gar nicht vor dieser Frage gestanden. Und wenn man noch nicht vor dieser Frage gestanden ist, weiß man überhaupt nicht, wie die Antwort sein soll. Darum lässt man es lieber mal ruhen und sagt, aha, das ist die grobe Ebene des Daseinstriebes. Und sagt nicht sofort, na, das würde ich nie machen. Wir wissen nicht, was wir machen würden. In uns haust das Schlechte und das Gute. Das Heilsame und das Unheilsame. 6 Wurzeln. 3 Heilsame, 3 Unheilsame. Wir wissen nicht, wie weit wir gehen würden. Es ist ganz klar, dass alles möglich ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam ein Buch in Amerika raus, das hieß It Can Never Happen Here. Es kann niemals hier geschehen. Und da wurde aber gezeigt, dass es ja auch da geschehen kann. Es kann jedem geschehen. Dieser grobe Daseinstrieb hat dann, oder diese Begierde, um den Unterschied zu machen zwischen Daseinsbegierde und Daseinstrieb,
dann hat es eine Verfeinerung. Das ist der Daseinstrieb. Und dieser Daseinstrieb ist natürlich dieses eingebaute Überlebensdrang, den jeder hat. Nun muss man dazu sagen, dass gerade bei der Begierde noch ein andere Begierde dazukommt, die hier bei den Trieben nicht erwähnt ist, weil die Triebe schon etwas verfeinertes Erleben sind. Und diese Begierde, die dazukommt, die auch erst die Sinnesbegierde ist und dann die Daseinsbegierde, da kommt dann dazu, die Begierde nicht da zu sein. Und das wird oft falsch verstanden. Darum möchte ich das auch hier mit einflechten und erklären. Manchmal wird verstanden, naja, also wenn diese Begierde da zu sein etwas Schlechtes ist, dann muss es ja wohl was Gutes sein, wenn ich nicht da sein will. Es ist aber ein Fehlgedanke. Es stimmt nicht. Denn beides, da zu sein und nicht da zu sein, sind auf der Ich-Illusion aufgebaut. Ich will da sein oder mir passt hier nicht mehr. Ich will nicht mehr da sein. Selbstmordgedanken, die Menschen haben, die sie auch öfter ausführen, passiert ja oft genug, oder auch sogar, dass der Geist sich vernebelt, er wird mit den Dingen nicht fertig, weil er so negativ reagiert und dann vernebelt er sich. Alle diese Dinge sind auf den Nicht-Daseins-Begierde zurückzuführen. Hat nichts damit zu tun, dass das nur was Gutes ist und auf der gegenüberliegenden Seite vom Daseinstrieb liegt. Überhaupt nicht. Selbstmordgedanken sehr häufig in der Jugend, aber es machen auch ältere Menschen Selbstmord. Diese Idee des Nicht-Daseins ist auf Ablehnung, auf Widerwillen, auf Negativität zurückzuführen. Und ist darauf zurückzuführen, dass man noch nicht akzeptiert hat, dass die Welt sich überhaupt nicht darum kümmert, was man selbst gern hätte. Mal ja, mal nein. Und man hat sich noch nicht damit abgefunden, dass es in der Welt auch immer wieder das passiert, was man gar nicht gern hätte. Und dann wird's immer stärker und stärker. Das ist der diese Begierde. Aber der Daseinstrieb als solcher, der in uns als Überlebenstrieb vorhanden ist, dieser Überlebenstrieb ist auf einer Seite natürlich etwas Notwendiges und Gutes, denn es hilft uns auch, unseren Körper in einer angemessenen Art und Weise zu behandeln. Das heißt, mit Übung, mit Medizin und so weiter. Denn nur solange wir jetzt diesen Geist in diesem Körper haben, können wir auf dieser Ebene praktizieren. Wenn wir also unseren Daseinstrieb, den wir haben, erstens einmal einzig und allein nur dazu verwenden, dass wir praktizieren wollen und können, so hat er einen äußerst günstigen Wert. Aber leider ist das bei fast keinem der Fall. Wir können unser Daseinstrieb erkennen an unserer Selbstbehauptung. Recht haben zu wollen. Böse zu werden, wenn wir nicht Recht bekommen. Anerkannt zu werden. Erfolg zu haben. Jemand darzustellen. All das ist auf den Daseinstrieb zurückzuführen. Jedes bisschen davon. Wie immer es sich auch bei uns äußert. Es kann sich auf ziemlich subtile Art äußern, indem wir versuchen, dieser nicht mehr ganz starken Selbstbezogenheit noch etwas mehr beizukommen, indem wir auch andere Menschen anerkennen. Aber solange wir selbst noch die Behauptung des Selbst praktizieren, in irgendeiner Art und Weise, haben wir ein Dasein. Der Daseinstrieb geht uns erst verloren, wenn wir die 5 Hindernisse so in den Griff bekommen haben,
dass sie uns fast nichts mehr anhaben können. Fast. Und daher, wenn wir weniger Platz einnehmen, sind wir auch viel harmloser. Wir stoßen viel weniger an. Ich vergleiche das immer mit einem sehr dicken Menschen, der so dick ist, dass er effektiv nicht zu dieser Tür da rein kann und rechts und links am Türpfosten anstößt. Je dicker das Ego, desto mehr stößt man an. An allen Türpfosten. Und diese Türpfosten sind alle anderen Egos, mit denen wir zusammenkommen. Je mehr man das reduzieren kann, desto leichter kommt man durch diese Türen durch. Je weniger Anstoßmöglichkeiten existieren. Das ist nicht gleichzusetzen mit nichts tun. Auch das wird oft falsch verstanden. Also, was ist das Falschverständnis dabei? Sieht ja häufig so aus. Na gut, wenn ich also mein Ego nicht behaupten soll und den Daseinstrieb vermindern, dann werde ich eben nur noch auf dem Kissen sitzen. Oder mich irgendwohin zurückziehen, wo keiner ist. Oder die Dinge, die ich machen soll, einfach nicht tun, nichts damit zu tun haben wollen. Das ist alles Missverständnisse, die sehr leicht kommen. Wenn ich sie ausspreche, hören sie sich absurd an. Und dennoch kommen sie in den menschlichen Geist. Auf ganz einfache Art und Weise. Es handelt sich darum, dass wir dieses innere Verständnis und das innere Gefühl für uns ändern. Und das, was wir machen, kann genau das Gleiche bleiben. Es wird nur nicht mehr als eine Bestätigung von Ich benutzt. Es geschieht einfach. Und gerade derjenige natürlich, der in der Lage gewesen ist, den Daseinstrieb zu verkleinern. Und ich spreche gar nicht davon loszuwerden, denn das ist wirklich eine enorme Leistung, sondern ihn zu verkleinern. Gerade dessen Tun und Schalten und Walten ist ja ein Segen für die Menschheit. Wie kommen wir diesem Daseinstrieb bei? Wie können wir ihn vermindern? Indem wir unsere eigene Gier und Hass erkennen. So oft und so deutlich und so schnell wie möglich. Und in diesem Erkennen, auch wenn sie noch so berechtigt aussehen, immer wieder ersetzen. Und wenn es uns gelingt, mit Gleichmut, mit absolutem Akzeptieren der Dinge, wie sie sind. Wenn irgendetwas geschieht, was überhaupt nicht zu unserem Nutzen ist, scheinbar, und wir uns darüber ärgern. Vergänglichkeit. Niemand hat mir versprochen, dass ich alles so kriege, wie ich es gern hätte. Wieso und wozu überhaupt das mit irgendeiner Emotion behaften und belasten? Erkennen, dass alles ständig in Bewegung ist. Der Daseinstrieb, der sich immer wieder bemerkbar macht bei jedem Menschen, weil jeder ihn hat, ist natürlich sehr häufig auch auf Kosten anderer. Und wenn das der Fall ist, dann wird es auf der groben Ebene die Rücksichtslosigkeit. Und die Rücksichtslosigkeit, von der ich schon gesprochen habe, die dann andere Menschen ablehnen und wir ihnen dadurch auch die Möglichkeit geben, wieder schlechtes Karma zu machen. Und das ist auch etwas, was ich noch nicht angesprochen habe und hier vielleicht doch erwähnen möchte. Wir sind die Eigentümer unseres eigenen Karmas. Das ist gar keine Frage. Wir haben die Resultate. Aber wenn wir uns harmlos benehmen, wenn wir uns nicht allzu egobezogen benehmen, so verhüten wir oder vermindern die Möglichkeit, dass andere Menschen negativ auf uns reagieren. Selbstverständlich ist es deren Karma, aber dennoch, wir brauchen nicht dazu beizutragen, dass sie schlechtes Karma machen. Und ich vergleiche das immer mit einer
Versicherung, die man zum Beispiel eingehen kann für den Inhalt seines Autos. Wenn man da sehr viele Sachen mit sich rumträgt im Auto, kann man eine Versicherung eingehen gegen Diebstahl. Wenn jetzt aber nachweisbar das Auto nicht abgeschlossen war, kann man nichts von der Versicherungsgesellschaft bekommen. Man hat selber dazu beigetragen, dass dieses Unglück passiert. Das heißt also, selbstverständlich hat sich die Versicherungsgesellschaft auf einer weltlichen Ebene benommen, aber auf der spirituellen Ebene sieht es genauso aus. Wenn wir nicht uns bemühen, Rücksicht und liebevolles Zuwendung zu praktizieren, dann helfen wir der Negativität des anderen, so dass wir auch wir dabei schlechtes Karma machen. Und dieses schlechte Karma wird sich immer bei uns als Wirkung zeigen. Denn je öfter wir es tun, desto leichter fällt es uns. Das ist aber eine Tatsache auf beiden Seiten. Je öfter wir das Gute tun, desto leichter fällt es uns. Je öfter wir das Schlechte tun, desto leichter fällt es uns. Das ist ganz klar. Das ist ganz logisch. Die meisten Menschen denken nie dran. Wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, die Befleckung zu vermindern, das heißt also, uns diese Triebe, die in uns sind, anschauen, erkennen und dabei auch uns darüber klar werden, was ihre Ursache ist, so haben wir eine Handhabe. Beide, alle Triebe, die wir haben, alle Begierden, die wir haben, haben als Ursache ich. Was sonst? Niemals du. Immer ich. Und solange das der Fall ist, werden sie vorhanden sein. Aber wir müssen sie nicht vollkommen in ihrer totalen Vollkommenheit auch ausspielen. Wir können sie immer wieder erkennen und vermindern. Der Daseinstrieb und der Sinnestrieb, beides, sind auf dem Unwissenheitstrieb aufgebaut. Und der Unwissenheitstrieb bedeutet nichts anderes, als dass wir das Erleben des Nicht-Ichs noch nicht gehabt haben. Man könnte dazu sagen, der Unweisheitstrieb, aber das ist kein gutes deutsches Wort. Und so sagt man Unwissenheitstrieb. Obwohl ich es total vernünftig finde, neue Worte zu erfinden. Aber sehr häufig wird das nicht bestätigt. Diese Unwissenheit, Avidya auf Pali, ist auch, wie ich bereits einmal erwähnte, der erste Schritt in der bedingten Entstehungskette. Das heißt also, dass der Buddha auch öfter gefragt wurde, und was auch heute natürlich immer wieder Fragen sind, ja, wo kommt denn das alles her? Was war denn der Anfang? Wieso habe ich denn diese Unwissenheit? Oder wo kommt sie denn her? Oder was ist der Anfang von allem? Er hat bei diesen Fragen, dieser Art Fragen, immer darauf verwiesen, dass das ein Kreislauf ist. Und daher wird die bedingte Entstehungskette, so wie sie an den Bildern zu sehen ist, als ein Kreis dargestellt, ein Rad. Ein Rad, in dem sich alles abspielt, was bei uns passiert. Und hat gesagt, ein Anfang des Universums, in der schon der Daseinstrieb vorhanden ist, ist nicht zu finden. Es ist einfach und allein Unwissenheit. Nun ist es so, dass alles, was existiert, alles und nichts ist ausgenommen, darum existiert, weil es den Daseinstrieb hat und hat. Und es wird in manchen Lehrreden des Buddhas sogar erwähnt, dass er persönlich sich erinnern kann an den Untergang des Weltalls und das Wiederauferstehen. Dass auch dort
ein ständiger Wechselvorgang vorhanden ist. Und es, dass er sich ja an viele, viele vergangene Leben und Lebensalter und Geschehnisse erinnern kann. Und sie weiß, so dass wir davon ausgehen sollen und können, dass es nichts gibt, nichts, das nicht auf den Daseinstrieb zurückzuführen ist. Und dass alles, was auf den Daseinstrieb zurückzuführen ist, natürlich der Wechselbewegung unterworfen ist, sodass wir genau wissen, obwohl wir es nicht so genau erkennen können, dass jeder Stern, der im Weltall vorhanden ist, und viele von denen, die wir noch sehen, längst verschwunden sind. Weil es dauert viel zu lange, bis dieses Licht zu uns kommt. Inzwischen sind die längst weg. Nur als ein Beispiel dafür. Dann kommt ein anderer. Es bezieht sich auf uns, es bezieht sich auf alles. Und diese Unwissenheit ist nicht nur eine menschliche Eigenschaft des Nichtwissens, aber es ist das Einzige, was uns interessiert. Denn was ein Stern macht, ist ja nicht ganz so interessant, wie was wir selbst machen. Obwohl man sich natürlich wieder wunderbar ablenken kann, indem man jetzt über Sterne und Planeten und Galaxien nachdenkt. Aber es war nichts anderes wie eine Erklärung des Daseintriebes von allem, was existiert, was alle Daseinsebenen mit einschließt. Alle 31 Ebenen sind mit eingeschlossen. Die höchste auch. Die höchste Ebenen, die Götterebenen sind mit eingeschlossen. Dieser Unwissenheitstrieb, der also darauf basiert, dass wir die Sache falsch erkennen. Und da haben wir bereits gesprochen von zwei Dingen, die wir falsch erkennen. Einmal ist es die Verblendung und das andere haben wir den Ich-Dünkel genannt. Bei der Verblendung haben wir davon gesprochen, dass wir in allem, was wir kennen und sehen, oder auch was, von dem wir wissen, eine Substanz glauben. Sogar an den schon kaputt gegangenen Sternen. Und wenn wir da drauf schauen, das sieht ja nach was aus. Und dieser Ich-Dünkel, dass wir in uns ein Ich spüren. Wir haben es so lange gedacht, sodass wir es auch spüren. Das Umdenken ist ein erster Schritt, aber das ist noch nicht ein Umspüren. Das Umdenken führt uns dahin, dass wir wahrscheinlich unsere Befleckung sehr leichter bearbeiten können, daher mehr Läuterung bekommen, daher mehr und leichter den Schritt unternehmen können, wo wir dann einen Moment diese ganze Ich-Bezogenheit, dieses ganze Dukkha, dieses ganze um uns herum Bedrückung loslassen können. So dass das Umdenken der erste Schritt ist, aber er genügt natürlich nicht. Er wird am meisten unterstützt, wenn wir beides tun, ich wiederhole das noch einmal, wenn wir zur Ruhemeditation kommen und wenn wir immer wieder untersuchen, wo sitzt es? Wieso glaube ich daran? Wieso bin ich so überzeugt davon? Was hilft mir das eigentlich? Auch das ist eine nicht schlechte Frage, sich zumal zu untersuchen, was hilft mir das eigentlich, an dieses Ich zu glauben? Wo kann mich das unterstützen? Macht es mir nicht eigentlich nichts anderes als Schwierigkeiten? Denn wenn ich daran glaube, und ich sehe jeder, der nicht erleuchtet ist, glaubt dran, zu einem gewissen Prozentsatz, der immer kleiner wird natürlich, dieses daran glauben, das bringt mich doch immer wieder auf Bahnen, dass ich es auch unterstützen muss. Es muss ja irgendwas geschehen mit diesem Ich. Es ist ja ständig sogar im Vordergrund. All das sind wichtige Untersuchungen, die nur dann eine wirkliche und
auch dauerhafte Wirkung haben, wenn man sie nicht nur hört, glaubt, sondern erlebt. Diese Einsichten sind erlebbar. Und erst dann, wenn sie erlebt sind, dann sagt der Geist manchmal, aha, ein Aha-Erlebnis. Oder er sagt, natürlich, wie kommt das, dass ich darauf noch nicht gekommen bin? Ist doch ganz klar. Oder man kann sogar mit, das kommt auch vor, nicht mit Freude reagieren, sondern mit Trauer. Und wieso? Weil der Geist sagt, na, das ist ja lächerlich. Das hätte ich doch schon vor 20 Jahren merken müssen. Und dann trauert er darum, dass er jetzt 20 Jahre das Falsche geglaubt hat. Ist egal. Hauptsache, man kommt dahinter. Irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Und all die Dinge, die ich angeschnitten habe, sind Möglichkeiten, sind aber alles nur die Möglichkeiten, die jetzt hier so angesprochen werden. Jeder kann sich was Eigenes dazu ausdenken. Das sind nun nicht die einzigen Möglichkeiten. Je mehr man sich da selber noch dazu ausdenkt, desto besser. Denn das, was mich selber dazu ausdenke, ist ja auf der eigenen Geistesbeschaffenheit basiert und hat dazu daher einen engeren und näheren Zugang zu dem eigenen Geistesformation, so dass man sich selber was ausdenkt darüber, wie man das untersuchen will, man vielleicht der Sache sogar leichter näher kommt. Das sind also alles nur Vorschläge, und die man benutzen kann und die auch teilweise sicher etwas nützen werden. Bei dem Unwissenheitstrieb müssen wir uns noch auch darüber klar werden, dass es diese Triebhaftigkeit ist, die in allem zu finden ist. Und diese Triebhaftigkeit können wir zum Beispiel bei Tieren gut beobachten, ja, auch bei Kühen auf der Weide, weil wir uns selber nicht so gut beobachten. Wenn wir uns aber anfangen, selbst zu beobachten, dann merken wir unsere eigene Triebhaftigkeit. Das ist bei der Begierde nach Sex zu merken, das ist beim Begierde nach Essen zu merken, da bei der Begierde nach Komfort. Überall ist die Triebhaftigkeit zu merken. Und das bedeutet auf keinen Fall, dass wir nun nicht Komfort haben sollen, dass wir es unserem Leben schwer machen sollen. Der Buddha hat den mittleren Weg gelehrt. Was es bedeuten soll, ist die Triebhaftigkeit zu erkennen, mit der wir so vieles in unserem Leben tun. Und wenn wir sie erkennen, können wir sehr häufig Halt gebieten. Und dieses Halt gebieten, das bedeutet, dass wir auf dem besten Wege sind. Denn wenn wir unserem eigenen Trieben Halt gebieten können, auch zum Beispiel den Trieb Recht zu haben, wenn man dem Halt gebieten kann, und wenn man noch so glaubt, man hat Recht, das nicht mehr in Betracht ziehen, sondern sehen, dass Meinungen sind Meinungen, sie kommen und sie gehen. Wenn man diesen Trieben irgendwo einmal Halt gebieten kann, dann hat man einen Schritt getan, der zu der Überwindung dieser Selbstbezogenheit ein sehr wichtiger Schritt ist. Irgendwann Halt gebieten. Triebe sind in uns. Und der Unwissenheitstrieb ist das Fundament und bedeutet, dass wir bei der Verblendung glauben, alles hat Substanz, und bei dem Ich-Dünkel, dass wir haben Substanz. Und auch das wird leider immer wieder in Büchern, die über des Buddhas Lehren schreiben, falsch verstanden. Immer wieder kommt man gegen Sätze oder Erklärungen. Der Buddha hat ja gar nicht gemeint, dass da keiner ist. Der hat ja nur gemeint, dass man nicht dem Selbst immer nachgeben soll. Oder jede Menge von Erklärungen. Bitte nicht glauben, was da steht. Die Erklärungen, die da stehen, sind nicht die Worte des Buddhas. Man kann die Worte des Buddhas selbst nachlesen. Es ist nicht nötig, die Erklärung darüber zu lesen. Nicht jeder erklärt falsch, aber
es ist nicht unüblich. Es ist ein derartig starker Wunsch, da zu sein, und eine derartig starke Unwissenheit, die behauptet, ich muss doch da sein, ich sehe mich doch, ich höre mich doch, ich spüre mich doch, das kann doch nur ich sein. Es ist derartig stark, dass alles andere in Vergessenheit gerät. Daher Untersuchung.